So, gut. So. Ja, wie ihr seht, Leute, gibt es den schönen Countdown noch nicht wieder. Ich habe ein bisschen probiert, den wieder einzurichten, aber ich habe es erstmal bei dem gleich geht es los belassen. Weil früher sich ja einige Leute beschwert haben, dass wir irgendwie so mitten eingestiegen sind und jetzt gibt es ein bisschen Vorlaufzeit. Da können wir auch jetzt schon mal die ersten begrüßen. Mal den Göran und Hamilkar Barkas ist wieder da, sehr schön. Guten Abend, vielleicht komme ich ja etwas mehr auf den Geschmack, was die Geschichte Polens angeht, durch eure Podcasts. Ja, dazu kann ich direkt mal sagen, ich war auch so ein bisschen skeptisch bei dem Thema Polen, hat mich immer nicht so ganz interessiert, aber die Polen haben eine ganze Menge erlebt, also durch die ganze Geschichte hinweg, muss man echt sagen. Eine ganze, ganze Menge. So, und dann würde ich sagen, dann können wir ja mal einfach wirklich schon mal loslegen. Mädel erstmal. Ja, herzlich willkommen an alle, die heute Abend mit dabei sind. Ich sehe schon, die Lina ist wieder da. Sehr schön, freut uns. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Wir hatten es gerade hier so ein bisschen im Vorgespräch. Und da sehe ich gerade, dass ich einen Rechtschreibfehler in der Karte habe. Aber das werdet ihr mir verzeihen. Denn heute auch wieder sind wir ein bisschen verspätet gekommen, denn ich stehe unter einem massiven Druck. Jeder, der ein Kind hat, der weiß das. Alles entsteht auf die Schnelle. So auch dieses Mal wieder. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist heute der polnisch-sowjetische Krieg. Und dazu habe ich natürlich wieder den Marvin mit dabei, der ja schon Hallo gesagt hat. Mädel nochmal, Servus und herzlich willkommen. Und wir haben auch wieder den Arthur dabei als unseren Polen-Spezialisten, sage ich mal. Jo, dann Tag klasse, nicht? Ja, wollen wir vielleicht mal anfangen? Wir haben ja wieder ein richtig cooles Bild von unserem Owen bekommen. Vielleicht, Arthur, möchtest du mal kurz einleiten, wen man hier so alles sieht von links nach rechts? Also, von links nach rechts hätten wir auf der linken Seite einen Kavalleriesoldaten der Roten Armee. Dienstgrad kann ich jetzt nicht genau entziffern, da die Winkel auf dem unteren Ärmel fehlen, unter dem Stern. In der Mitte haben wir ein Mitglied der amerikanischen Hilfstruppen auf polnischer Seite, die ein Squadron Flieger gestellt haben. Und zur rechten Seite wurde ich dargestellt in einer Uniform eines Straży Czergowiec, also eines Gefreiten der polnischen Armee, zugehörig zum 35. Infanterieregiment, welches um das Jahr 1920 im Bereich Mosirsch stationiert war. Kleid in seiner M1919 Uniform und mit dem M1917 Maschinengewehrkompanieabzeichen auf dem Ärmel, welches einen Clip-Patron darstellen soll. Ja, muss ich direkt mal einhaken. Marvin, du gemeiner Typ. Du hast es ja an Owen weitergegeben, ne? Ja. Ich dachte auch, ich wäre ein Pole. Ich dachte, ich wäre ein polnischer Offizier. Da bin ich ein amerikanischer Flieger, aber kann ich auch mitleben. Nein, ich hab jetzt folgende Intention im Sinn gehabt. Ja. Ich wollte halt diesen Ethnikkonflikt bei dir vermeiden. Deswegen habe ich gesagt, warte mal, die hat noch amerikanische Flieger. Sehr gut. Aber schon haben die Zuschauer oder Zuhörer schon was gelernt. Also es gab amerikanische Flieger. Was? Die hatten einen Squadron von Fliegern gestellt? Genau, In genau. Polen? Ah, okay. So wusste ich nicht. Freiwillige. Nicht offiziell Freiwillige. Wie? Kannst du das Die kurz Polen erläutern? wurden von der Westseite mit Flugzeugen ausgestattet und Amerikaner haben dann die Flugzeuge bemannt und sind damit geflogen. Ah, okay, alles klar, verstehe. Genau. Das ist natürlich Das waren jetzt interessant. nicht unbedingt ethnische Polen, sondern generell Amerikaner, die gegen die Bolschewiken kämpfen wollten. Man darf nicht vergessen, zur gleichen Zeit herrschte auch noch die alliierte Intervention in Russland, wo eigentlich fast alle Beteiligten des Ersten Weltkriegs gegen Sowjetrussland gekämpft haben, auf Seiten der Weißen, auf Seiten der ehemaligen zaristischen Verbündeten. Also ja.
Also auch super spannend. Also wir haben ja schon mal angekündigt, dass wir das Thema sowjetischer oder russischer Bürgerkrieg auf jeden Fall auch nochmal behandeln wollten, weil das ist auch ein super komplexes Thema, wo extrem viel passiert ist, wo man auch ein bisschen den Überblick verlieren kann. Genau, und so ein spannendes Thema ist auch das Thema, was wir heute behandeln wollen, der polnisch-sowjetische Krieg. Ich muss sagen, ich habe jetzt selber von dem Krieg, bevor wir uns jetzt ein bisschen damit beschäftigt haben, habe ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich was gewusst. Also ich habe mal irgendwie von der Schlacht von Warschau gehört. Aber allgemein kann man ja sagen, dass Polen recht aktiv war nach dem Ersten Weltkrieg. Und warum und wieso, darüber können wir gleich sprechen. Denn ich habe wieder unser schönes Intro vorbereitet. Und ja, würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Ja, im Intro haben wir schon Adam tanzen sehen, ganz am Ende. Steigen wir doch gleich mal direkt ein. Nicht wundern, ich werde hier nebenbei die Karten mal austauschen, also nicht wundern. Mein lieber Marvin, wenn ich es richtig verstanden hatte, wolltest du mal so ein bisschen kurz den Anfang beleuchten, was so kurz nach dem Ersten Weltkrieg los war in Russland und Polen? Also die generelle Situation, also wieso ist das überhaupt, wieso ist das überhaupt ein Ding? Also wie ist Polen quasi wieder, oder wie kam es zustande, dass es wieder einen polnischen Staat gab? Wir alle wissen, kurze Geschichtslektion, Polen wurde aufgeteilt, beziehungsweise das polnisch-litauische Commonwealth zu der Zeit wurde ja aufgeteilt 1795 zwischen Österreich, Preußen und Russland, die sich jeweils ein Stück rausgenommen haben. Und was sie aber nicht unterkriegen konnten, war dieser polnische Nationalismus. Das heißt, die Polen wollten immer noch einen unabhängigen Staat haben und haben auch immer weiter dafür revoltiert. Es gab Revolten, es gab Aufstände und so weiter. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Und ein gewisser polnischer Offizier mit Namen Józef Piłsudski kam dann und hat gesagt: Jungs, kam dann zu den Deutschen und auch zu Österreich-Ungarn und meinte dann: Jungs, wir können euch helfen, den Krieg zu gewinnen, aber wir wollen einen eigenen Staat haben. Also Piłsudski befürwortete die polnische Beteiligung am Krieg, also dass polnische Soldaten in den Reihen der Mittelmächte kämpfen gegen die Entente. Und hat dann aber spätestens ab 1917 eingesehen, das war ja eine Bedingung, dass sie keinen Eid schwören auf die Deutschen oder auf die Österreicher, sondern dass sie zwar für sie kämpfen und notfalls auch sterben, aber eben keinen Eid auf sie ablegen, dass sie nicht zu irgendwelchen Verpflichtungen gedrängt werden, die sie nicht haben wollen. Und das Deutsche Reich hat tatsächlich Zugeständnisse an Polen gemacht, mit Österreich-Ungarn zusammen, und hat gesagt: Okay, könnt einen Staat haben, machen wir jetzt Königreich Polen. Die hatten zwar eine Verfassung, aber nicht so eine lästigen Dinge wie Mitspracherecht oder Grenzen, so kleine Sachen, so kleine Details, die noch gefehlt haben. Und natürlich, Piłsudski hat es gesehen, die Deutschen haben den Krieg. Moment mal kurz. Aha, Marvin. Genau, also kurz, also erstmal, was ich nochmal ausholen wollte, was ich nochmal rückblickend sagen kann, ganz kurz bevor du weitermachst. Was ja echt krass ist, das haben wir ja schon mal angesprochen, Polen war ja wie viele Jahre geteilt? Über 100, 200 Also Jahre? 1795, nach dem fehlgeschlagenen Aufstand von Tadeusz Kościuszko, wurde Polen endgültig zwischen Russland, Österreich und Preußen aufgeteilt. Dann hatte man ja das kurze Intermezzo mit der Warschauer, mit dem Großherzogtum Warschau zur Unter Zeit Napoleons. Napoleon, Nach dem Wiener Kongress wurde Polen dann ja weiterhin de facto
selbstständig, aber in Personalunion mit dem durch den russischen Zaren beherrscht. Und dann nach dem Januaraufstand, weil die Polen wollten dieses Zarenjoch dann irgendwie doch abschotten, wurden die Selbstständigkeit dieses Weichselpolens immer mehr zusammengestutzt, bis dann teilweise wirklich nur noch, ja, eine administrative Masse auf der Karte war, aber keine sonderlichen Selbstständigkeiten mehr besessen hatte, bis halt dann 1918, nachdem Pilsudski, der wieder wegen der von Marvin bereits angesprochenen Eideskrise in Magdeburg interniert wurde, durch die Deutschen zurück nach Warschau gebracht wurde und da dann vom Regentschaftskönigreich die Macht übertragen bekommen hat und dann den unabhängigen polnischen Staat am 11.11.1918 gegründet hat. So früh, so schnell nach dem Krieg schon. Am 11. Genau, die Deutschen wollten da Nägel mit Köpfen machen, weil die haben gesehen, das, was sich da in Osteuropa zusammenbraut, das wird unkontrollierbar. Man hat ja auch in Deutschland große Gruppen an Sozialisten gehabt. Die SPD hat gerade die Macht übernommen. Und ja, das konnte man nicht machen. Deswegen hat man gesagt, Pilsudski, starker Mann, der hat damals schon die Legion angeführt, den schicken wir nach Polen. Der soll da den starken Mann geben. Hat er dann auch gemacht. Ja. Also Deutschland hatte da einen großen Anteil am wieder Aufleben des polnischen Staates. Auch wenn man immer sagt, Versailles war dafür verantwortlich, die 14 Punkte von Woodrow Wilson. Ja, Wilson hat ja sowieso die Amerikaner unter Wilson, die haben ja damals die polnische Unabhängigkeit zur Chefsache erklärt. Also da hat sich Wilson wirklich reingehangen. Ja, aber hat nicht viel zur Sache getan. Also die Verträge von Versailles haben am Ende nur die polnische Westgrenze definiert. Also die Korridor und Westpreußen. Allerdings Posen, Westgalizien, also die Gegend um Krakau und das ehemalige Russisch-Polen, haben die Polen selbst für sich gesichert. Also da haben die gesagt, hier ist jetzt polnischer Staat. Und Oberschlesien. Oberschlesien kam ja später. Das war dann im Zuge der oberschlesischen Aufstände. Das hat sich hier hingezogen bis 1923. Aber ich rede jetzt vor der Zeit, vor dem Versailler Vertrag. Spannend. Ja, Marvin, magst du weitermachen? Also wie gesagt, Wilson hat ja in Versailles quasi gesagt, Leute, die Polen brauchen ihren eigenen Staat, weil in der Doktrin, die geplant war, ein großer Staat ist gleichzeitig auch ein mächtiger Staat. Und man wollte quasi, dass sich die Russen und die Deutschen nicht an die Gurgel gehen. Deswegen machen wir da einen Pufferstaat zwischen, dafür nehmen wir Polen. Das hat wieder den Punkt, die Polen kriegen ihren eigenen Staat und die Russen und die Deutschen gehen sich nicht an die Kehle. Das ist gut, das machen wir so. Und Polen hat halt gesagt, okay, machen wir so. Und hat sofort eigentlich angefangen, wieder ein Militär aufzubauen aus einer Armee dreier Staaten. Die bei den Deutschen gedient hatten, die bei Österreich-Ungarn gedient hatten und die in der russischen Armee gedient hatten. Und in der französischen. Also du hattest eigentlich eine 4 Doktrinen, 4 Bewaffnungen, 4 komplette separate Armeen, die das Einzige, was sie gemeinsam hatten, waren, sie sprachen dieselbe Sprache. Ansonsten der Drill war komplett unterschiedlich, die Bewaffnung war unterschiedlich. Und und mit dieser munteren Truppe ging man dann daran, die Ostgrenze zu sichern oder zu erweitern, je nachdem, wie man es sieht. Da möchte ich noch eine kleine Anekdote einführen, die dieses Mischmasch an Veteranen ehemaliger Armeen zusammenfasst recht gut. Ein ehemals österreichischer Offizier nimmt sein französisches Militärhandbuch zur Rate, um ehemals russischen Infanteristen zu erklären, wie sie ihre deutschen Gewehre mit englischer Munition laden. Ja, krass. Welche Rolle haben denn so diese Gedanken gespielt, dass man vielleicht dieses Polen-Litauen wiederherstellen will? Das hatte überhaupt keine Bewandtnis mehr, weil sich sowohl in Litauen Nationalgedanken
Staatswerdungsideen aufgespielt haben, hochgespielt haben. Also dieses ehemalige Commonwealth, die Adelsrepublik wieder zu erschaffen, gab es keinen Plan mehr. Allerdings hatte Pilsudski sich einen Ersatzplan ausgedacht. Dieser Ersatzplan sollte eine Föderation darstellen von unabhängigen Staaten, die in ihrem Hass auf Russland zusammenarbeiten. Also von Finnland, von Finnland über das Baltikum, Polen, die Ukraine bis nach Georgien. Also wirklich so ein Gürtel an Staaten rund um Russland. We Hate Russia Club. Genau. Allerdings ist das nicht zustande gekommen, weil ja, allein durch die ethnische Durchmischung Osteuropas hat man sich ganz schnell mal Feind mit Litauen und der Ukraine gemacht. Weswegen diese beiden Partner, die eigentlich an der Grenze von Polen sind, schon mal nicht mehr mit dem Game drin waren. Weil das hatte mich nämlich auch gewundert, weil die Ukraine und die Polen, das ist ja auch eine relativ schwierige Kiste. Schon damals gewesen, ja. Mit den Litauern hat man sich halt um Vilnius gekloppt. Ja. Weil die Gegend um Vilnius, beziehungsweise zu polnisch Wilno, hatte zu der Zeit eine mehrheitlich polnisch-jüdische Bevölkerung. Mhm. Und in der Ukraine ist bekannt auch aus dem letzten Podcast von wegen Wolinien, die Städte polnisch, das Land ukrainisch. Ja. Kurze Frage mal, ich habe hier eine Karte eingeblendet, die du gleich sehen müsstest, wenn du, ich weiß nicht, ob du den ansonsten kannst. Ich habe den Stream an. Soweit ich weiß, sollte es eine Karte von 1919 sein, da kannst du ja gleich mal was zu sagen. Oder ob das ein bisschen später noch ist. Ich habe das wieder heute, leider muss ich das super schnell zusammenzimmern. Ja, das Stream ist heute ein bisschen langsamer. 1919 kann ich soweit zu ja sagen. Man sieht da zum Beispiel auch noch, dass Ostgalizien, die Gegend um Lviv, Lemberg, wie man die Stadt auch immer nennen möchte, noch so ein bisschen abgegrenzt ist vom restlichen Polen, weil in dem Areal haben sich zur derzeit noch die polnische Armee und die auf dem Territorium befindliche westukrainische Republik bekriegt. Was allerdings relativ schnell geendet ist, nachdem dann die Halle-Armee, also die Blaue Armee aus Frankreich, nach Polen gekommen ist über deutsches Territorium. Die wurden dann mit Zügen rübergebracht. Und die waren halt bestens ausgerüstet. Und dagegen konnten die Ukrainer wirklich nicht mehr viel anfangen. Also mussten sie einpacken. Marvin, du hattest vorhin so ein bisschen angedeutet, dass der russische Bürgerkrieg auch was mit der Sache zu tun hat. Ja, man hatte halt man hatte sich in Polen ja gesagt, oder die polnische Führung hat sich halt gesagt, die sind eh noch beschäftigt, sich gegenseitig umzubringen. Wir etablieren jetzt eine Ostgrenze. Das haben wir noch nicht, das möchten wir gerne haben. Also quasi russisch-Polen zurückholen. Und da hat man sich halt diese Armeen genommen, diese, sag ich jetzt mal, vier Armeen genommen und ist dann munter losgezogen Richtung Osten und hat dann sich mehr oder weniger so ein Zweckbündnis mit den Ukrainern eingelassen, obwohl die sich eigentlich spinnefeind waren, die Polen und die Ukrainer. Und dann kam es auch zum ersten, sage ich jetzt mal, größeren Sieg. Nämlich im Mai 1920 hat man das bereits von sämtlichen militärischen Einheiten geräumte Kiew erobert. Und so langsam hatte man sich im Kreml auch hingesetzt und gesagt, Leute, das geht so nicht. Wir haben hier noch mit den Weißen zu tun, aber uns gehen auch die Russen jetzt so langsam auf die Nerven. Und Trotzki hat dann von Lenin den Befehl gekriegt, pass auf, du bereitest jetzt einen Offensivkrieg nach Westen vor, weil wir machen jetzt dieses Ding, wir nennen das permanente Revolution. Das ist ja das, was Trotzki nachher auch favorisiert hat, diese Doktrin der permanenten Revolution. Was heißt das? Man wollte, um es mit den Worten Tukhatschewskis zu sagen, der die nördliche Front angeführt hat, die ukrainische Front, die polnische Front angeführt hat. Also es gab zwei Heeresgruppen wurden gebildet, die eine unter Tukhatschewski im Norden und die andere, kleinere, unter Stalin im Süden. Und Tukhatschewski hat es sehr schön gesagt, die Rote Armee wird nach Berlin vorrücken über den Leichnam Polens. Das heißt, man hat gewusst, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Leute, die unserer Sache gewogen sind, sehr, sehr viele Kommunisten, sehr, sehr viele Sozialisten,
Und Polen ist eigentlich noch dieses bourgeoise Überbleibsel, dieses Produkt von Versailles. Und das müssen wir von der Karte tilgen. Und das war die Hauptidee, Polen beiseite zu schaffen, sich mit den deutschen Arbeitern zu verbünden, nach Paris zu marschieren und da ein rotes Europa auszurufen. Und von Europa würde die Idee der Revolution in die ganze Welt hinausgetragen, bis die weltweite Internationale gebildet wurde. Die Internationale natürlich, jedes Land wird kommunistisch und dann wird alles super. Also das heißt, die weiteste Ausdehnung, also erstmal generell nochmal die Frage nochmal zum Verständnis. Das heißt, während die Russen und die roten Russen und die weißen Russen im Krieg miteinander waren, also im Bürgerkrieg, hat man wirklich versucht zu sagen, okay, Angriff ist die beste Verteidigung, wir wollen sowieso ein größeres Polen wieder haben und unsere Grenzen sichern, wenn wir zuschlagen wollen, dann jetzt. Ist das dann quasi die polnische Präventivkriegsthese? Könnte man das so sagen? Naja, Präventivkriegsthese würde ich nicht sagen, weil die Polen sind in einen machtleeren Raum eingerückt. Die Deutschen haben in Osteuropa ein riesengroßes Areal leer hinterlassen, ohne dass da irgendwelche Kräfte waren, die sich wirklich konsolidiert haben. Natürlich hatte man in Weißrussland eine kurzlebige Weißrussische Republik. In der Ukraine hatte man das ukrainische Direktoriat und das hier mit Petlura. Aber so wirklich fest waren die nicht. Auch weil halt die Weißrussen und die Ukrainer nicht auf das Kontingent an ausgebildeten Soldaten der Polen zurückgreifen konnten. Und da möchte ich jetzt nochmal die Anmerkung von Hamilkar Barkas aufgreifen, der mehr dazu wissen wollte, warum die Polen auf einmal so schlagkräftig waren. Ja, wie Marvin schon gesagt hat, vier Länder haben es für schlau gehalten, sich polnische Verbände zu halten, beziehungsweise den Polen Unabhängigkeit zu versprechen. Da hatte man halt die Legion unter Pilsudski, die für Österreich-Ungarn gekämpft haben, schon von Kriegsbeginn an. Die haben sich dann später in die polnische Wehrmacht und das polnische Hilfskorps aufgesplittet. Die polnische Wehrmacht waren dann die polnischen Truppen, die den Eid auf den Kaiser von Deutschland geleistet haben und praktisch dann die Armee des Regentschaftskönigreich Polens gestellt haben, was so ein Marionettenstaat des Deutschen Reiches war. Frankreich konnte sich dann aber allerdings nicht mehr raushalten, vor allem nachdem in Russland Revolution war und die provisorische Regierung einen polnischen Staat für möglich erachtet hat. Also hat man dann in Frankreich die Blaue Armee aufgestellt. Die Blaue Armee sollte später auch die zahlenmächtig größte Truppe sein, die auf polnischer Seite gekämpft hat. Blaue Armee deswegen, weil die hatten halt die horizontblauen Uniformen der französischen Armee. Die haben sie auch in den Feldzügen getragen? Also es gab keine einheitliche Uniformierung, oder? Auf keinen Fall, nein, die haben ihre Uniform beibehalten. Haben dann zwar versucht, gut, Abzeichen hatten sie gemein, alle hatten den polnischen Adler in irgendeiner Variation auf ihren Mützen drauf. Die weiß-rote Kokarde wurde auch von allen getragen, da war man sich relativ einig, aber sonst war das ein buntes Sammelsurium an unterschiedlichen Uniformen. Dass die großpolnische Armee, die sich im Posener Aufstand hervorgetan hat, also wo man das Gebiet um Posen gesichert hat, war komplett in deutschen Uniformen eingekleidet. Die ehemaligen Legionen in Österreich-Ungarischen, die Blaue Armee in horizontblauen Französischen und die polnischen Soldaten, die auf russischer Seite gekämpft haben, namentlich im 1. und 2. polnischen Korps, hatten halt ihre russischen Uniformen noch. Natürlich auch mit polnischen Abzeichen und so weiter, aber trotzdem buntes Sammelsurium. Lediglich die neu aufgestellten Verbände, wie auch auf dem Thumbnail zu sehen, hatten dann diese neuen braun-grünen Uniformen an, mit den charakteristischen polnischen Kragenspiegeln, aber sonst buntes Sammelsurium. Also hatte man ja auch vorhin im Intro gesehen, da hatte man zum Beispiel die großpolnischen Verbände gesehen mit ihren charakteristischen Rogativkas, die so ein bisschen höher waren als die anderen. Oder diese Mützen sozusagen, diese hohen Mützen? Genau, die viereckigen Mützen. Oder die neuen Verbände mit dem Adrianhelm.
französische Leihgabe, weil die Franzosen waren dann sehr damit aus, die Polen zu unterstützen. Soweit mir bekannt, hatten die Polen doch auch französische Panzer, oder? Ja. Man hatte das zur Blauen Armee gehörige erste Panzerregiment, also Pierre-Jepulk Flugouf, beziehungsweise Premier Regiment de Chars Blindés Polonais. Die hatten insgesamt 120 Renaults FT, weswegen Polen zu dem Zeitpunkt die viertgrößte Panzermacht der Welt war. Okay, nice. Nach Großbritannien, Frankreich und den USA. Okay, witzig. Ja. Okay. Und diese wunderbare Ausrüstung hat auch viel dazu beigetragen, dass man den Sieg gegen Russland erringen konnte. Ja. Auf der Karte eben hat man es nicht ganz gesehen, weil da die Einheiten nicht ganz so weit vorgerückt sind. Aber Marvin hat es ja gerade beschrieben, die sind ja haben Minsk eingenommen und sind bis auf Kiew vorgerückt und haben Kiew eingenommen. Kiew wurde auch genommen. Genau, Kiew wurde eingenommen. Ne? In Kiew war jeder mal zu der Zeit. Die Weißen, die Ukrainer, die Roten, die Polen, die Grünen, die Anarchisten unter Machno, alle waren mal da. Das war so ein Go-To-Place. Muss man mal gesehen haben, muss man mal erobert haben. Das heißt aber, über welchen Zeitraum reden wir hier, wenn die Offensive im Januar losging, so richtig? Die polnische Offensive, also das polnische Vorrücken in diesen rechtsleeren Raum, war 1919. Ach, 1919 schon, okay. Mhm. 1919, genau. Und im Mai 1920 haben sie Kiew eingenommen. Genau, der Marsch nach Osten, genau. Und nach Litauen und Weißrussland. Da haben sie dann auch Vilnius eingenommen, Minsk, Kiew. Also da waren sie dann wirklich tief im ehemaligen Zarenreich drinne. Das heißt, wir haben hier zwei Phasen, das heißt, die polnische Armee ist einmal 1919 vor, also hat einfach diesen Raum, der nicht mehr wirklich gefüllt war, einfach besetzt. Genau. Und gab es da irgendwelche Widersprüche vom Ausland oder hat man das quasi einfach so hingenommen? Weil das Ausland war das recht. Das Ausland war das recht lieb, dass, wie gesagt, wir sprechen zu der Zeit noch von der alliierten Intervention in Sowjetrussland. Ja, okay. Hm. Also jeder, der gegen die Roten gekämpft hat, war denen lieb. Die Blaue Armee wurde auch mit dem festen Vorsatz nach Polen geschickt, gegen die Roten zu kämpfen. Deswegen waren die so perfekt ausgerüstet. Okay. Die hatten modernste Flugzeuge, modernste Panzer, modernste Waffensysteme. Und ja, Polen hatte da auch kurzzeitig die Chance, den Weißen zu helfen, aber da hat sich dann Pilsudski so ein bisschen verwehrt. Weil Anton Denikin, ein General der Russen, setzte 1919 zu einem Angriff auf Moskau ein. Und hätten die Polen den Weißen geholfen, hätten die Weißen wahrscheinlich Moskau auch eingenommen. Das hätte den Roten den mächtigen Schlag versetzt. Aber Pilsudski hat sich zurückgehalten, weil er weder den Roten noch den Weißen getraut hat. Wahrscheinlich auch zu Recht. Ne? Man weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn ein kaiserliches Russland wieder erstarkt wäre nach einer gewissen Zeit. Ne? Ja, die alten Offiziere wollten natürlich die gleichen Grenzen wie 1914 wieder haben, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Mhm. Also, die russischen Offiziere, meinst du? Die weißen Offiziere. Ja. Also. Ja. Okay, das heißt, die Polen sind bis nach Kiew vorgerückt. Und dort haben sie ja, soweit ich weiß, zwar einen Sieg errungen, aber das hat ja einen gewissen Preis gehabt. Man hat ja zum Beispiel seine Truppen halt sehr weit exponiert. Und die Rote Armee hat sich ja schnell zurückgezogen und ist damit halt intakt geblieben. Und man hatte ja so ein bisschen das Problem, dass man eine sehr ausgedehnte Front hatte jetzt plötzlich. Da haben auch die Nachschubbasen gefehlt und die Rote Armee hat sich ja dann auch neu aufgestellt und hat sich ja schon Anfang 1920 neu formiert, weil man, so wie Marvin es ja schon gesagt hat, diese Gefahr deutlich ernster genommen hat jetzt, der Polen, und hat 700.000 Mann versammelt, was ja schon eine echt schlagkräftige Truppe ist. Na, man wollte halt, wie gesagt, man wollte ja durchstoßen bis Paris. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, ne, also kannst du vielleicht nochmal, Marvin, hast du es auf dem Schirm, wer so die wichtigen Figuren auf der russischen Seite waren?
Ja, das ist auf der einen Seite Michail Tukhachevsky, der Oberbefehlshaber der nördlichen Gruppe, der polnischen Front, und unseren guten Freund und Schnurrbartträger Josef Stalin, der die südliche Gruppe geführt hat, die ukrainische Front. Hinter diesen steht der Volkskommissar für Militärangelegenheiten Leon Trotzki und natürlich über allem thront Lenin, der ja bis 1924 Chef der bolschewistischen Partei war. Und das sind so eigentlich so die Hauptfiguren auf russischer Seite oder auf sowjetischer Seite. Tukhachevsky war ja Offizier in der zaristischen Armee, während Stalin zum Beispiel gar keine militärische Erfahrung mitbrachte. Stalin hat sich ja seine Reputation aufgebaut, dadurch, dass er wie verpacke ich das jetzt? Finanzmittel rangebracht hat für die sowjetische Partei oder für die kommunistische Partei damals in Form von Kapitalübertragungen und davor gehaltener Waffe. Er hat also Banküberfälle begangen. dafür war er auch im Exil in Sibirien. Dazu gibt es allerlei lustige Abenteuer, die er dort erlebt hat. Allgemein in der Zeit vor der Revolution. Lenin wurde ja mehr oder weniger eingeschleust von den Deutschen über Finnland. Ist eigentlich auch Lenin oder überhaupt, dass Lenins Partei die Macht ergriffen hat, ist mehr oder weniger ein Zufall oder ein unglücklicher Weg des Schicksals, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Und wie gesagt, Tukhachevsky, zaristischer Offizier, sehr, 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 sehr hohes militärisches Talent, bekam auch nachher den Spitznamen der Rote Napoleon, weil er wirklich sehr, sehr gut mit dem auskommen konnte, was man ihm gegeben hat. Und war, und das werden wir später auch noch sehen, warum, auch einer der ersten, den Stalin mit seinen Säuberungen weggemacht hat. War einer der ersten Militärbefehlshaber, der den Säuberungen in den 1930ern unter Stalin zum Opfer fiel. Also interessant ist ja auf jeden Fall schon mal, dass Josef Stalin scheinbar General der Roten Armee war. Also für viele, weil, also natürlich, die meisten kennen natürlich Stalin, aber ich glaube, sehr, sehr viele haben gar nicht so viel mit der Biografie von Stalin. Vielleicht kann man das im russischen Bürgerkriegsthema dann mal ein bisschen mehr beleuchten. Weil ich natürlich beim Lesen auch total überrascht war zu sehen, oh, Josef Stalin war General der Roten Armee? Okay, wow. Und worüber wir ja so ein bisschen jetzt einfach hinweggegangen sind, das war ja dann de facto ein Überfall bzw. Angriffskrieg gegen das bolschewistische Russland, was ja vielleicht in der Form noch gar nicht so politisch etabliert war, aber auf jeden Fall salopp gesagt, das war ein Überfall oder ein Angriff auf Russland. Ja, das hat ja polnische Tradition. Das haben sie ja schon im 16. Jahrhundert mal versucht. Okay. Ja, versucht, man stand als einziger in der Weltgeschichte in Moskau und hat sich da auch halten können. Also. Und da haben es nicht niedergebrannt. Ja. Aber man konnte sich da nicht entscheiden, wer König wird. Oder ja, gut, das ist dann wieder, das ist so, möchte ich auch gerne mal beleuchten, weil das polnisch-litauische Commonwealth ist so eine, ich sage jetzt mal so eine übersehene Supermacht. Die hatten ja richtig was auf dem Kasten, gerade so 15. bis 16. Jahrhundert. Hm. Ne? Die waren ja schon schlagkräftig. Also ich kenne es nur von Europa Universalis 4. Wenn ich Brandenburg spiele, schlotter ich jedes Mal vor Polen-Litauen. Ja, ich gucke immer genau mit einem Auge angstvoll nach Osten. Ja. Empire Total War genau dasselbe, wenn du Preußen spielst. Ah, ja. Ja, war halt eine Supermacht und daran wollte man natürlich auch so ein bisschen an diese Tradition anknüpfen. Und als dann die Russen oder die Rote Armee in die Offensive gegangen ist, hat man mehr oder weniger das gemacht. Also die Polen hatten ja diesen 700.000 Mann der Roten Armee nicht wirklich was entgegenzusetzen. Und was hat man denn gemacht? Man hat sich darauf beschränkt, was man konnte. Man hat die russische Kommunikation gestört. Man hat Befehle abgefangen. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das eine richtige Geschichte ist, ob das eine wahre Geschichte ist, aber die haben doch einfach die ganze Zeit den Funk gestört, indem sie die Bibel gemorst haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist so eine schöne Geschichte aus dem polnischen Film Die Schlacht um Warschau, Bitwa Warszawska. Zur historischen Genauigkeit kann ich da relativ wenig sagen, aber der dargestellte Herr Kwiatkowski ist der Mann, hat wirklich die russischen Pläne gehackt,
als dann die Russen vor Warschau standen und wusste dann, wo die Schwachstellen sind, beziehungsweise wo die Russen Kräfte abgezogen haben. Ja, und dann kommen wir jetzt eigentlich wieder fast zum Ende des Polnisch-Sowjetischen Krieges. Also, ich weiß nicht, ob wir das noch aufheben wollen. Die Zwischenfrage direkt mal gestellt. Also, wir sind ja quasi jetzt noch bei dem Punkt gewesen, dass 700.000 sowjetische Soldaten bereitstehen, die dann auf Druck von Lenin ja auch, so wenn ich das richtig verstanden habe, zum Gegenangriff übergehen. Und dieser Gegenangriff, der war ja durchaus sehr erfolgreich. Ja, wie gesagt, also ich habe sogar so Sachen gelesen, wie dass die polnische Armee komplett zusammengebrochen ist. War so, zeitweise, ja. Ja. Ja, ja, also wie gesagt, die Polen hatten diesen 700.000 Mann überhaupt nichts entgegenzustellen. Und man hat sich dann, wie gesagt, darauf verlegt, Befehle abzufangen und natürlich mit Hilfe der legendären polnischen Kavallerie so einen kleinen Guerillakrieg zu führen. Aber das bringt es ja auf Dauer auch nicht. Man könnte jetzt sagen, Stalin, weil Arthur schon die Schlacht um Warschau angesprochen hat, man könnte sagen, Stalin hat die Schlacht von Warschau sabotiert, bevor diese überhaupt stattgefunden hat. Weil, was ist passiert? Tukhatschewski ist durch Polen, ich glaube im Neudeutsch sagt man gerusht, also er ist komplett durchgeprescht, links und rechts polnische Einheiten aufgerieben oder zum Rückzug gezwungen, und Stalin hat sich einfach hingesetzt und hat Lwów belagert. Der hat seine ganze Armee um Lwów versammelt und hat diese Stadt belagert, weil er halt diesen Ruhm haben wollte, ich habe Lwów erobert. Und dadurch entstand ja dieser Spalt zwischen den beiden Heeresgruppen, dass Stalin halt immer weiter hinter Tukhatschewski zurückblieb. Und Stalin erhielt mehrfach Order, sowohl von Lenin als auch von Trotzki. Belagerung abbrechen, nimm die Stadt oder lass sie liegen. Aber jetzt wird weiter vorgerückt. Und Stalin hat sich halt hingesetzt, hat sich seine Pfeife angezündet und hat weiter Lwów belagert. Und das gab den Polen natürlich im Süden die Möglichkeit, mal Luft zu holen. Ja. Also soweit ich auch weiß, war es ja auch so, dass die russischen Truppen ja anders als natürlich in späteren Kriegen vielleicht natürlich schon auch einiges auf dem Kasten hatten. Also besonders die russische Kavallerie war ja doppelt so stark wie die polnische Kavallerie, und man hat das quasi so gemacht wie die deutschen Panzertruppen später. Man hat wirklich größere polnische Verbände einfach umritten und hat sie eingekesselt und ist quasi so immer mit der beweglichen Kavallerie durch die Lücken durchgestoßen. Und ich habe sogar von einem Vorfall gelesen, dass eben jene französischen polnischen Panzer gegen Kavallerietruppen eingesetzt wurden und die russischen Truppen die Panzer aufgerieben haben oder zumindest aufgehalten haben. Hast du davon mal was gehört, Arthur? Also gehört direkt nicht. Ich kann es mir aber durchaus vorstellen. Weil alle polnischen Niederlagen werden nicht gelesen. Ein Übersprung. Nee, ja, da ist die polnische Geschichtsschreibung ein bisschen sehr patriotisch, was das angeht. Der Rückzug wird da relativ kurz, gefühllos abgehandelt, während man dann auf die polnische Offensive nach der Schlacht bei Warschau umso mit mehr Herzblut reingeht. Wenn man dann auch von der letzten großen Kavallerieschlacht Europas spricht, wo ein gewisser General Rommel gekämpft hat, allerdings nicht Erwin, sondern Julius. Nicht verwandt mit dem Rommel, oder? Nein, nicht verwandt mit dem Rommel. Auch nicht mit Rommel Abu-Chaka. Auch nicht mit Rommel Abu-Chaka. Ja, aber das heißt ja dann quasi, also die russischen Truppen haben ja quasi erstmal die Polen aufgerieben, und ich glaube sogar, Pilsudski hat doch sogar gesagt, er vertraut seinen eigenen Männern nicht mehr und vertraut der Armee nicht mehr wirklich, weil die so in Auflösung begriffen war und die verschiedenen Formationen, da zeigt sich so ein bisschen vielleicht die Schwäche auch, wenn man verschiedene, verschiedene Armeen in seiner Armee hat, also verschiedene, wisst ihr, was ich meine, ne? Ja, man darf nicht vergessen dabei, diese alten Bestandteile waren nur ein Teil der polnischen Armee zu dem Zeitpunkt. Der Großteil mit Wehrpflichtigen. Waren wirklich Wehrpflichtige, Freiwillige, sogar Frauen. Mhm. Die hatten eine extrem kurze Ausbildung gehalten, haben nur eine Waffe in der Hand bekommen, eine Uniform, teilweise sogar nur eine Mütze, eine Kokarde oder sowas. Sie haben den Russen wirklich alles versucht entgegenzuwerfen. Also diese massiven Anwerbungen oder Rekrutierungen fanden dann aber statt, als sich die Lage
quasi gewendet hat und diese schweren russischen Gegenangriffe kamen, ja? Da war diese Phase, wo man gesagt hat, jetzt muss jeder zur Waffe greifen. Da gibt es ein schönes Zitat von Feature History, der hat dazu ein kurzes Video gemacht. Everyone armed with everything was forced to fight the Russians at Warsaw. Ah, okay. Wobei, forced würde ich nicht sagen, viele haben es auch freiwillig gemacht, weil das war eine richtige patriotische Anstrengung. Worauf ich mal zu sprechen kommen möchte, und zwar auf dein Discord-Profilbild, das hat ja auch mit dem polnisch-sowjetischen Krieg zu tun, richtig? Ja, genau. Die legendäre Geschichte des Ignacy Skorupka. Ignacy Skorupka war Kaplan der polnischen Armee. Und der hat in wie Schlacht jetzt genau heißt, weiß ich nicht mehr. Allerdings hat er in einer Schlacht polnische Truppen angeführt mit dem Kreuz in der Hand. Die Heilige Jungfrau von Czestochowa, also die Nationalheilige Polens, anbetend in die Schlacht geführt. Und dabei ist er einer russischen Kugel erlegen. Und diese heiligen Motive, das war, ja, einem erzkatholischen Volk, ja, das war wunderbar für die polnische Propaganda. Also, Also ist das so ein Märtyrer geworden für die Sache. Quasi. Genau, dieses Aufbäumen. Aber diese russische Gegenoffensive hatte ja noch einen anderen Effekt. Nämlich die russische Gesellschaft war ja auch so ein bisschen aufgeteilt in sag ich mal, in diesen Bauernstand noch, also in die Bauern halt, in die einfache Bevölkerung. Und es gab ja auch einen Mittelstand, der in den Städten gelebt hat, also Bürgertum. Und also vor allem dieses Bürgertum hat sich ja zusammengeschweißt in Warschau für diesen letzten Kampf. Und auch kann man ja sagen, dass quasi das polnische Volk ja noch ein bisschen näher zusammengerückt ist durch diese Bedrohung. Genau. Ja? Ja, Polen hatte zu dem Zeitpunkt eine sehr agrarische Bevölkerung. Also 75% Bauern kann man so über den Daumen gepeilt sagen und 25% Städter. Mhm. Die Städter haben in Krakau, Warschau, Posen, Wutsch gelebt, Lemberg unten noch. Also, ja, der Großteil waren wirklich Bauern. Ja. Wo dann natürlich teilweise die sowjetischen Versprechungen, so haben sich die Sowjets das jeweils gedacht, positiv ankommen, aber dann war es dann doch wieder, das sind Russen. Wir sind Polen. Wir laufen denen nicht hinterher. Die können uns erzählen, was sie wollen. Man darf auch nicht vergessen, dass Polen zu dem Zeitpunkt auch sozialistische Politiker hatte. Der erste Ministerpräsident Polens, ein gewisser Herr Daczynski, war Mitglied der Sozialistischen Partei. Pilsudski selber war auch Sozialist. Also, ja. Aber wir machen hier polnischen Sozialismus, Kurwa. Naja, polnischen Sozialismus hat man das nicht mehr genannt. Das war dann wirklich nur noch, ja, polnische Politik. Dann hat man wirklich die Rechten und die Linken so zusammengetan und alles gegen Russland. Weil das war die auswärtige Bedrohung, gegen die müssen wir jetzt kämpfen. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Polen. So in etwa, genau. Genauso wie es ja auch den Burgfrieden im Ersten Weltkrieg im Deutschen Reich gab. Ja, da habe ich ja drauf angespielt, so ein bisschen. Genau. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, Kaiser Wilhelm II. Ja, aber und diese ganze polnisch-russische Geschichte überdeckt aber auch immer so eine Bevölkerung, die eigentlich in den meisten Städten Polens, Ostpolens und auch Westrusslands die Mehrheit stellte. Und das waren die Juden. Und die haben wirklich von allen Seiten auf den Deckel bekommen. Also die Polen haben denen unterstellt, dass sie mit den Bolschewiken zusammenarbeiten. Die Bolschewiken haben denen unterstellt, dass die wie früher schon die Verwalter der Polen waren. Weil die hatten meistens Lizenzen, um Gaststätten zu betreiben, beziehungsweise Wodka zu vertreiben, weil Wodka hat ein Staatsmonopol. Also... Ja. Also da gab es ja auch richtig unschöne Sachen. Es gab ja auch während dieser Phase auch Pogrome gegen Juden. Ich wollte gerade fragen, ob das so antisemitische Stimmungen gab. Ja, deswegen. Also die haben von allen Seiten auf den Deckel bekommen. Und das ist dann halt auch in Pogromen gegipfelt.
Und ich glaube auch, es war auch so, dass es haben zwar mehr Juden in der polnischen Armee gedient, aber ab einem gewissen Zeitpunkt hat man noch gesagt, dass nur noch 5% Juden überhaupt rekrutiert werden dürfen. Und ja, wenn man denen nicht vertraut hat. Man hatte denen halt so eine fünfte Kolonne der Bolschewiken gesehen. Ja. Ja, und da wurden auch etliche natürlich auch in Internierungslager bzw. Konzentrationslager gesperrt, ne? Konzentrationslager, soweit würde ich nicht gehen. Also ja, aber ich meine jetzt nicht diese Vernichtungslager, sondern ich rede davon, dass es so Internierungs... Ich habe es nur im Englischen gelesen, im Englischen haben sie von Concentration Camps schon gesprochen, aber... ja, da hat man Kommunisten eingesperrt. Die hat man nicht eingesperrt, weil die Juden waren, sondern weil es Kommunisten waren. Also muss ich mir das eher so vorstellen wie diese Lager, die die Amerikaner gebaut haben im Zweiten Weltkrieg, wo ja, sie genau, die Italiener und die Japaner interniert haben? Muss ich mir genau, das so genau, vorstellen? Genau, man wollte die einfach kontrolliert untergebracht. Also die Lager sind auch direkt nach dem Sieg auch wieder aufgelöst worden, nach meinem Wissensstand. Ja. Aber es gab sie auf jeden Fall auch. Ne? Also genau, da hat man die halt untergebracht, weil man die dachte, das sind Kommunisten. Nicht, weil es Juden waren, sondern weil es Kommunisten waren. Aber es waren viele Juden darunter. Ja. Das war ein unwanted Side-Effekt, ne? So. Ja. Weil für die Juden hatte der Gedanke des Kommunismus ein extremes Potenzial. Weil der Kommunismus hat nicht mehr auf Religion geguckt. Der Kommunismus ja auch keine. Hat ja von der Gleichheit von allen gesprochen. Und da war, für die Juden war das was Schönes, weil auf einmal wurden sie nicht mehr ausgegrenzt als Juden, sondern wurden als etwas von der Gesamtheit betrachtet. Nur, dass die Kommunisten jegliche Religion verboten haben einfach. Genau. Genau. Die andere Extreme halt wieder, ne? Da gab es dann ja auch Leute wie Lev Trotzki, für die das kein Problem war. Wir dürfen nicht vergessen, dass Herr Lev Trotzki, beziehungsweise Leo Trotzki, als Herr Leo Bronstein die ersten Jahre seines Lebens verbracht hat, also... Ja, ist ja genauso mit, ich finde das auch interessant, erstmal, Trotzki war Jude, und was ich auch noch interessant finde, der spätere Chef der Czeka, der war ja Pole. Ja, Felix Dzerzhinski war ethnischer Pole, genau. Also, ja... Da kam wirklich von jeder Seite irgendwie das Angebot, mit uns kannst du irgendwie zusammenarbeiten, und da musste sich halt für eine Seite entscheiden. Ja. Beziehungsweise hatte ich die andere Seite dann so ein bisschen diskriminiert, beziehungsweise starker Beobachtung ausgesetzt. Ja. Okay, also August 1920. Schlacht um Warschau. Stalin sitzt immer noch bei Lwów und hält die Stellung. Und belagert die Stadt und wie heißt der andere russische General? Tukhachevski, genau. Steht vor Warschau, und dann kommt es ja zur Schlacht von Warschau oder auch das Wunder an der Weichsel genannt. Ja, das kannst du besser, bestimmt besser aussprechen. Kutnat Wisla? Wisła. Wisła. Will einer von euch da mal den Zuschauern? Ich möchte dazu eine Frage stellen. Und zwar, die Russen sind ja relativ weit vorgerückt. Die Rote Armee ist ja sehr, sehr weit vorgerückt. Du hattest mal mir gegenüber so angedeutet, es gab Nachschubprobleme. Ja. Massive Nachschubprobleme. Ja, wie Johnny vorhin schon angesprochen hat, die Russen haben extrem viel auf Kavallerie gesetzt. Also die dachten sich einfach, wir packen sämtlichen Nachschub auf Wagen und so weiter und schicken das dann mit der Armee mit. Ja, irgendwann ist der Nachschub aber auch mal aufgebraucht. Und in einer Gegend wie Osteuropa zu der Zeit konntest du von den Bauern nicht mehr viel nehmen. Wir dürfen nicht vergessen, das war alles direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg im Osten hat sich genau auf den Gebieten, auf denen jetzt die Kämpfe stattfinden, stattgefunden. Es ist auch sogar so, dass die Polen deutsche Schützengräben wiederverwendet haben, ne? Genau. Zur Verteidigung. Viele Dörfer waren da komplett zerstört. Also Nachschub aus der Umgebung konntest du nicht viel bekommen. Deswegen, egal in welche Richtung du vorgerückt bist, irgendwann hast du mal Nachschubprobleme. Hatten die Polen 1919 bis im frühen 1920 genauso. Es ging da wirklich bettelarm und ausgeblutet bis zum geht nicht mehr, also. Dennoch haben alle Experten, die im Ausland waren und auch die Führer der Roten Armee, haben
gedacht, diese Schlacht um Warschau, also wir werden Polen auf jeden Fall besiegen. Also jeder hat quasi Polen auf den Knien jetzt schon gesehen. Genau. Und ja. Naja, das wurde ja auch durch die polnische Führung nicht unbedingt, sag ich jetzt mal, zum Positiven gewendet. Und zwar ist den Russen der Aufmarschplan der Polen für die Schlacht um Warschau in die Hände gefallen. Die haben sich das durchgelesen und haben gesagt, das ist so bescheuert, das muss ein Trick sein. Ja, weil wie gesagt, die Polen hatten ja den Funk der Russen abfangen können von Herr Kwiatkowski, der hat später auch den Orden Militare Virtuti dafür erlangt hat. Das ist der höchste polnische Militärorden. Der hat halt die russischen Pläne erfahren und dann hat sich Pilsudski halt gesagt, ich nehme meine besten Truppen, ziehe die von der Front ab und treibe mit diesen besten Truppen einen Keil zwischen Stalin und Tuchatschewski. Und das hat er dann noch hinbekommen. Und dann hat er Stalin im Süden so ein bisschen liegen lassen, beziehungsweise polnische Truppen gegeben, schwächere Truppen, die so ein bisschen beschäftigt haben. Und Tuchatschewski... unter anderem polnische Pfadfinder. Ja, und Tuchatschewski hat er oben im Norden eingekesselt. Er hat die russische Armee zur ostpreußischen Grenze, also zur Grenze des Deutschen Reiches getrieben. Wo die natürlich nicht rein durften. Ja, sind aber dann trotzdem übergelaufen und wurden dann auch von den Deutschen interniert. Ah, okay. Da war doch auch noch, die haben sie ja nachher zurückgeschlagen von Warschau, die Schlacht von Warschau. Genau, habe ich ja gerade gesagt. Und dann gingen die Polen ja zur Gegenoffensive über und dann gab es noch eine große Kavallerieschlacht. Die Rote Armee 1:10 überlegen und die Polen haben trotzdem noch gewonnen. Ja, wie gesagt, diese berühmte letzte große Kavallerieschlacht mit Juliusz Rommel als Kavalleriekommandanten der polnischen Seite. Also nochmal für mich zum Verständnis, also wie gesagt, die Rote Armee, also jeder hat ja quasi Polen am Boden gesehen, hat gesagt, die Sache ist zu Ende. Genau. Und durch ihren überraschenden Schlag quasi, durch diese überraschende Offensive, haben sie die Russen so überrumpelt, dass sie sie tatsächlich einkesseln konnten und gegen den Nordteil oder den Süden von Ostpreußen drücken konnten, sodass tatsächlich, ja, die auch von ihrem Nachschub abgeschnitten waren und ja, ich glaube, also das kann man ja wirklich wahrlich als Wunder bezeichnen, wenn alle Experten, auch ich glaube, es gab ja auch in der polnischen Armee ausländische Experten, die beraten haben, die schon ihre Koffer gepackt haben und gesagt haben, das ist jetzt zu Ende hier. Da hatte man zwei Militärmissionen in Warschau, einmal die britische und einmal die französische. In der französischen waren auch zwei Herren, die im Zweiten Weltkrieg nochmal in den Geschichtsbüchern erscheinen sollten. Einer davon wurde sogar erster Präsident der 5. Französischen Republik. Das war ein sogenannter Charles de Gaulle, der im polnisch-schwedischen Krieg auch seine Kriegstaktik der unabhängigen Panzertruppen kennengelernt hat und darüber auch später sein Buch geschrieben hat, was dann ein Herr Guderian sehr genau gelesen hat. Ja, das ist aber auch interessant. Und das auch eingesetzt hat. Interessant, ja. Tukatschewski, das war ja damals so, diese Idee von Bewegungskrieg kam auch. Und deswegen auch dieser Vorschuss mittels Kavallerie. Das war ja auch sowas, so ein Steckenpferd, im wahrsten Sinne des Wortes, von Tukatschewski. Und Tukatschewski hat, bis er nachher von Stalin mit der Pistole in der Hand abgelöst wurde, hat er sehr, sehr viel drüber geschrieben, über Bewegungskrieg. Und daraus entstand ja diese sowjetische Taktik der mechanisierten Welle. Naja, Tuchatschewski hat eher noch sehr stark auf Kavallerie gesetzt. Ja, ja, aber die Ideen zum Bewegungskrieg und zur späteren sowjetischen Doktrin, er hat ja, sag ich mal, das Fundament gelegt und andere, wie zum Beispiel Zhukov und Rokossowski, die haben ja darauf aufgebaut. Während Polen dann doch eher auf Mechanisierung, also wirklich Panzer gesetzt hat. Was dann allerdings später in der Zweiten Republik mangels Ressourcen und Finanzen nicht mehr ganz umgesetzt werden konnte. Also diese Idee vom polnischen Panzer war in Polen sehr beliebt. Pilsudski war auch ein Verfechter von verbundenen Kräften, also Luftwaffe und Panzern. Aber ja, Mangel an Ressourcen hat dann und Geld natürlich auch, ne? Genau, hat dann schlussendlich zum 1. September geführt und wir wissen alle, was da dann vorgefallen ist. Also der 1. September 1939, jetzt nicht mehr 1920, wir haben diesen Sprung von 30 Jahren gemacht. 19 Jahre. 19 Jahre, genau. 19 Jahre.
Okay, das heißt, die polnische Offensive hat die Rote Armee wirklich ins Wanken gebracht und mein Kenntnisstand auch sehr, sehr viele Gefangene eingebracht. Ja. Und ja, damit konnte man ja quasi, hat ja diese Offensive bewältigt und hat dann weiter nach Osten angegriffen und die Russen wieder schnurstracks zurückgetrieben. Genau. Ja, quasi zur alten Grenze, wenn man so will. Ja, man stand dann wieder auf einmal in Minsk. Bis nach Kiew ist man nicht mehr gegangen. Weil Und dann dieses hat man aber ukrainische auch, Abenteuer hat man sein lassen. ja, man hat dann aber auch auf die westlichen Alliierten gehört. Also es gab einen Druck von Seiten der Westalliierten, die dann gesagt haben: Leute, es ist gut, macht jetzt Frieden mit den Russen, bitte. Und Pilsudski hat das sehr, sehr negativ aufgenommen. Er sprach davon, dass es feige wäre und jetzt müsste man die Russen eigentlich bis nach Moskau jagen. Aber die Frontlinie war wieder komplett überdehnt. Und dann hat man sich nachher darauf geeinigt, okay, wir machen jetzt Frieden mit den Russen. Und daher kommt Und auch dieser Groll von Seiten Stalins gegen die Polen, weswegen er sich ja auch darauf eingelassen hat, mit Hitler diesen Nicht-Angriffspakt zu schließen, der unter anderem auch die Teilung Polens vorsah. Lenin hat zur gleichen Zeit aber auch sich darum bemüht, einen Frieden zu schließen, weil er wollte dieses Abenteuer einfach abschließen. Man hat gesehen, Weltrevolution ist nicht mehr, funktioniert nicht. Wir machen jetzt Revolution im Inneren. Konzentrieren uns auf unsere Sowjetunion, beziehungsweise auf Sowjetrussland, wie es damals noch hieß, gründen dann später die Sowjetunion. Ja. Ja, kurze Frage noch zum, war der Bürgerkrieg dann beendet während der Kämpfe in Polen oder ist das parallel immer noch weitergelaufen? Ich Das meine mich lief jetzt nicht zu. parallel immer noch weiter, weil im Süden hat man immer noch gegen die Weiße Armee gekämpft, Ah, auch wenn die okay. Weiße Armee immer mehr geschlagen wurde. Man hat einer der letzten Stützpunkte der Weißen Armee war ja dann die Insel der Krim, wovon dann auch die meisten, wo sich dann auch die meisten russischen Adligen hin zurückgezogen haben und dann auch mit französischen oder anderen Schiffen nach Westeuropa gebracht worden. Oder nach Amerika. Oder nach Amerika, ja. Aber Sowjetrussland war ja nicht alleine damit, dass sie mehrere Kriegsschauplätze hatten. Die Polen haben ja auch noch während des polnisch-russischen Krieges, also sowjetischen Krieges, einen Kriegsschauplatz aufgemacht, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, genau, Nämlich man in hatte ja die Litauen. Kriege, genau, wie bereits erwähnt, die 1919-Offensive ging ja dann nach Litauen, wo man dann sich um Vilnius gekümmert hat. Also man hat sich wirklich, Ah, hattest du naja, erwähnt am Anfang, stimmt, ja. darum bemüht, mit seinen Nachbarn durchaus Kriege anzufangen. Mit den Tschechen hat man sich um ein kleines Grenzgebiet geschlagen. Das Olsa-Gebiet war das, ne? Das wurde ja Polen Genau. nach dem Dings zugeschlagen, ne? Nach dem Genau. Appeasement. Genau. Die oberschlesischen Aufstände haben noch geglüht. Ja, die Grenzziehung mit Litauen waren noch da. Also wirklich, mit jedem Nachbarn hat man sich so ein bisschen angelegt. Wer will Streit, du willst Streit. Wer will Streit, du willst Streit. Das heißt dann aber auch, aber es gab doch auch quasi die, also Großbritannien hat ja auch Druck auf die Sowjetunion ausgelöst oder ausgeübt, den Krieg auch zu beenden, denn die Briten hatten den Russen ja auch oder den so der Sowjetunion einige, sag ich mal, interessante Handelsangebote gemacht, auf die man ja dann auch nicht verzichten wollte. Aber wie kam dann jetzt das konkrete Ende dieses Krieges zustande? Durch den Friedensvertrag von Riga. Aber war das quasi wirklich auf Druck der äußeren Parteien oder hat Podolski dann auch Nein. Pilsudski eingesehen, okay, ja, wir kommen wirklich auch nicht mehr weiter, das könnte gefährlich Ja, werden? wie vorhin schon gesagt, Überdehnung der Fronten wieder und so weiter. Man hat dann gesagt, wir sind jetzt so weit gekommen, jetzt sichern wir, was wir haben. Lenin halt auch immer, hat dann auch auf Friedensverhandlungen gedrängt und so weiter und dann kam es dann zum Friedensschluss von Riga, wo dann die Grenzen zustande gekommen sind, die wir dann auch 1939 dann hatten, mit Ausnahme des Olsa-Gebiets, was dann dazu kam. Aber ja, zwischen dem Frieden von Riga und 1939 hat sich dann eigentlich nichts mehr verändert, was die polnischen Grenzen angeht. Und da hat man dann auch erstmals
Beziehungen mit Sowjetrussland dann nach wieder aufgenommen nach dem Frieden von Riga. Man muss dazu aber sagen, dass für Polen war das eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Man hat zwar Gebiete dazu bekommen, die Ostgrenze war aber militärisch nicht zu verteidigen und wirtschaftlich überhaupt nicht ergiebig. Deswegen gibt es da eigentlich bis heute noch dieses berühmte Meme, gerade in der Euroskeptikerzone, invest in Eastern Poland. Investieren Sie in Ostpolen. Aber ja, man kann auf jeden Fall, glaube ich, sagen, wenn man die beiden Karten vergleicht, einen Gefallen haben sie sich damit nicht wirklich getan auf lange Sicht, denn die Front ist sehr, sehr viel länger geworden und quasi nicht mehr zu verteidigen gewesen, oder? Ja, In all diesen Gebieten lebt nur mal Polen und das war Pilsudski wichtig. Ah, okay. Verstehe. Und dass nun in Wilno, in Równe, in Broli, Tarnopol, Stanislawów, war überall lebten Polen in den Städten, zusammen mit den Juden. Da waren da haben sie die Mehrheit gestellt. Ja, aber im Danziger Korridor lebten Deutsche. So. War das ein anderes Thema? Ja, das war ja Versailler Vertrag. Und im Danziger Korridor lebten aber nicht nur Deutsche, sondern auch Katschuben und Polen. Also wenn du dir auch Karten von vor 1918 anguckst, kannst du in diesem Streifen durchaus sehen, dass die Deutschen da nicht unbedingt die absolute Mehrheit gestellt haben. Das war auch so ein durchmischtes Gebiet. Es gab ja den Friedensvertrag von Riga. Und der hat quasi die Grenzen festgelegt. Gab es noch weitere Bestimmungen dieses Vertrages, außerhalb, dass man jetzt die Grenzen festgelegt hat? Oder gab es für die Nachbarn noch Konsequenzen? Ja, für die Nachbarn gab es insoweit auch Konsequenzen, zum Beispiel für Litauen. Die Grenze da bei Wilno wurde festgelegt. Von Reparationszahlungen weiß ich an der Stelle nichts. Stimmt, eigentlich war Vilnius ja eigentlich eine litauische Stadt. Genau, ist ja heute auch die Hauptstadt von Litauen. Ja, krass. Aber halt, wie am Anfang bereits erwähnt, die Mehrheit der Bevölkerung waren Polen. Auch um das umgrenzende Gebiet waren Polen. Ja. Glaub, wenn wir jetzt einen Litauer hier hätten, dann würden wir was anderes hören. Das ist mein Gefühl. Nee, aber vielleicht auch nicht. Der müsste das Gleiche sagen, weil diese Mehrheit hat sich dann wirklich erst nach 1945 so ein bisschen gelegt. Als dann die Russen gesagt haben, ja, die Polen, die in ehemalig Ostpolen lebten, beziehungsweise in den neuen Gebieten der weißrussischen SSR, beziehungsweise der litauischen und ukrainischen SSR, die gehen jetzt zurück nach Polen. Die werden jetzt nach Hause geschickt. Was natürlich ein bisschen blöd war, weil das war ja nicht ihr Zuhause. Ihr Zuhause war in den Gebieten, wo die da gelebt haben. Home is where the heart is. Ja. Ja, wenn wir dann jetzt mal eine kleine Bilanz ziehen, die sieht ja durchaus schrecklich aus. Die Rote Armee soll wohl bis, man schätzt wahrscheinlich 430.000 Mann an Toten, Gefangenen und Verwundeten gehabt haben. Und die polnischen Truppen die Hälfte, also 200.000. Was ja auch schon absolut gewaltige Zahlen sind, mal wieder, ne? Wenn man sich das mal vor Augen führt. Ja. Und das vor allen Dingen nach einem extrem verlustreichen Krieg, den man davor schon hatte. Ja. Ich meine, die Polen haben doch mehr verloren als im Zweiten Weltkrieg. Ich rede jetzt nur von den polnischen Feldzügen. Was Kämpfen angeht, haben sie mehr verloren im polnischen Krieg, das stimmt, ja. Und also auch der Erste Weltkrieg war in seiner Zerstörungswut, beziehungsweise in den Verlustzahlen, auf dem gleichen Level wie der Zweite Weltkrieg für Polen. Also Polen hat im 20. Jahrhundert wirklich zwei Kriege vom gleichen Niveau auf eigenem Territorium ertragen dürfen. Drei eigentlich, ne? Ja, wobei der polnisch-sowjetische Krieg nicht mehr das gleiche Niveau wie der Erste bzw. Zweite Weltkrieg erlangt hat, weil wo nichts ist, kannst du nichts mehr kaputt machen. Das ist richtig. Okay. Oh, heftig. Ja, vielleicht können wir dann auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du jetzt noch Themen hattest, Marvin, aber so ein bisschen abschließend auch nochmal so eine Bilanz ziehen, was das vielleicht für Auswirkungen hatte auf die Sowjetunion zum einen und was die Auswirkungen auf Polen waren, so bis zum Zweiten Weltkrieg. Kann man da irgendwie, habt ihr da irgendwelche Aussagen, die ihr treffen könnt oder euch? Also ich hätte eine sagen. Zum Beispiel, was ich mit Arthur schon gemauschelt hatte vor dem Stream, dass ja quasi Tschukatschewski
ein Augenzeuge war vom militärischen Versagen Stalins und dafür nachher bezahlt hat. Fiel ja den Säuberungen zum Opfer, wurde ja hingerichtet wegen angeblichem Verrat. Das nächste war, dass halt diese Taktik, die auch von Trotzki forciert wurde, diese permanente Revolution, dass man das aufgegeben hatte. Man hat halt gesagt, Sozialismus ist jetzt, es ist jetzt Urbanisierung und Elektrifizierung des ganzen Landes. Das ist jetzt unsere Hauptprämisse. Da war ja Stalin ganz großer Befürworter davon, dass man in einem Land erstmal den Sozialismus aufbauen sollte und dann kann man ihn versuchen zu exportieren. Dass man quasi seine eigene Position erstmal festigt und nicht gleich sagt, okay, jetzt sind wir hier so weit durch, jetzt können wir gleich bis Paris durchreiten. Da hat sich in der Hinsicht viel geändert, auch der Niedergang Trotzkis nach dem Tode Lenins, diese innerparteilichen Machtkämpfe innerhalb der Sowjetunion, weswegen man ja auch diese Politik der permanenten Revolution nicht weiter verfolgen konnte, weil man erstmal gucken musste, dass man im eigenen Land Ordnung hält. Ist es auf Trotzki zurückgefallen, dass er quasi da, also im Grunde ist er eigentlich doof gesagt, eigentlich war es ja keine Niederlage für die Sowjetunion, weil man hat ja quasi eigentlich einen Angriff abgewehrt, aber da man ja schon vor Warschau stand, könnte man das vielleicht doch wieder als Niederlage werten. Und ja, für die Polen ja umgedreht halt genauso, ne? Es hat halt diesen Schrecken, den die Rote Armee, so die Rote Armee, das waren Millionenheer von irgendwelchen bolschewistischen Barbaren, so hat es ja die polnische Propaganda und auch die westliche Propaganda gesehen. Inwieweit das stimmt, mag ich mir nicht anzumaßen. Es nahm natürlich diesen Schrecken, weil, okay, wenn die Polen, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die Rote Armee aufhalten können, dann kriegen wir das auch hin. Das hat natürlich der Moral, gerade der Westmächte, Frankreich und Großbritannien, die ja wirklich geschwitzt haben, haben gedacht, okay, was machen wir jetzt, wenn die wirklich bis Berlin kommen? Ne, dann haben wir ein ganz schönes Problem. Eine Sicherheit gegeben, okay, die sind nicht unbesiegbar, die kriegen wir hin, das können wir schaffen. Und für Polen hat es den Nachteil gehabt, Polen durch diesen Friedensvertrag und auch durch weitere außenpolitische Exkursionen hat sich politisch isoliert von seinen Nachbarn, sowohl von der Sowjetunion als auch von Deutschland. Die einzigen, die dann noch wirklich drinne waren, waren die Briten und die Franzosen. Aber das bringt dir ja nichts. Und die Rumänen mit den Rumänen. Ja, und die Rumänen, genau. Ungarn und Rumänien haben ja während des Krieges auch Waffen geschickt. Ungarn, glaube ich, sogar ein Chor haben die geschickt, ne? Auch von 30.000 Mann oder so. Ja, das war aber ein Dankeschön dafür, dass die Polen seinerzeit 1848, meine ich, war das, oder 49, die ungarische Revolution unterstützt haben. Das war quasi ein Dankeschön. Also ihr habt uns geholfen, als bei uns die Kacke am Dampfen war, das schulden wir euch, hier sind 30.000 Mann, viel Spaß. Und das ist ja diese tiefe Freundschaft, die Polen und Ungarn eigentlich bis heute haben. Ungar und Pole, zwei Brüderlein, trinken und fechten zusammen. Genau, und das war nämlich auch so ein Ding, das kam ja nachher auch sowohl von rumänischer als auch von polnischer Seite, dass man quasi eine kleine Entente bilden wollte, dass man sich nicht unbedingt von den Briten und den Franzosen abhängig machen wollte, sondern gesagt hat, wir bilden jetzt eine kleine Entente mit Jugoslawien, der Tschechoslowakei, Polen und Rumänien. Ja. Und zu der Lage Polens kann ich noch was sagen. Wie bereits gesagt, Polen hat nach 1920 bis 1921 mit dem Friedensschluss ein Staatsgebiet gehabt. Ja, mit ganz vielen Völkern. Österreich-Ungarn lässt grüßen. Ja, du hattest zwar in der Zentralen eine polnische Mehrheit, aber an den Randgebieten waren dann die Deutschen, die Ukrainer, Weißrussen, Juden. Hattest du Litauer teilweise auch noch? Hattest du da wirklich alles mit drin? Ja. Und dann gab es ja immer noch das Ding, du musstest auf einmal drei ehemalige, voneinander getrennte Gebiete zusammenfassen zu einem Staat. Allein schon die Eisenbahn ging nicht ganz auf, weil Russland hat eine andere Spurweite gehabt, beziehungsweise hat heute immer noch eine andere Spurweite, als es Österreich, Ungarn und Preußen hatten. Dazu der unterschiedliche Entwicklung statt der jeweiligen Gebiete.
Posen und der Korridor hat einen sehr guten Entwicklungsstand. Deutsches Reich lässt grüßen. Galizien, also der ehemalig österreichische Teil, war ein pures Agrargebiet. Du hattest eine polnische Oberschicht, eine polnische Verwaltung, aber sonst hattest du Verhältnisse, die an Leibeigenschaft erinnert haben. Du hattest eine riesengroße Armut innerhalb der Bevölkerung, einen sehr hohen Analphabetisierungsgrad und von Russisch-Polen überhaupt nicht zu sprechen. Russisch-Polen war auch, ja, wir alle kennen das Zarenreich und Russisch-Polen war nur ein kleines bisschen besser als das Zarenreich. Also, was Europa angeht, extrem unterentwickelt. Mhm. Und das musste man dann auf einmal zu einem, ja, Staat zusammenformen, womit man dann auch, ja, sich versucht hat, mehrere Regierungen haben sich abgewechselt, Sozialisten, konservativere Kräfte, mancher polnischer Präsident wurde auch ermordet, wie Gabriel Nuratowicz, bis dann Pilsudski gesagt hat, gut, Siem funktioniert nicht, den Quatschladen, den machen wir zu, wir putschen. Und dann haben er und ehemalige Veteranen der österreich-ungarischen Legion, was die Spitze der polnischen Armee dargestellt haben, was die Führungskräfte angeht, Namen wie Władysław Sikorski, Edward Rydzmigli, Lucian Zelengowski, ja, waren alles aus der ehemaligen Legion und mit denen hat dann halt einen Putsch durchgeführt. Mit Władysław Sikorski nicht, der war so ein bisschen Widersacher von Pilsudski, aber mit Edward Rydzmigli hat er einen Putsch durchgeführt. Das sollte dann das Regime der Obristen werden. Also eine Militärjunta. Genau. Was dann ja auch bis 1939 der Fall war. Man hat sich dann zwar so ein demokratisches Antlitz gegeben, indem man weiterhin politisch, also zivile Ministerpräsidenten und Präsidenten hatte, aber das wahre Sagen hatten die Militärs. Hm, okay, interessant. Also, ja, doch relativ schwerwiegende Folgen. Ja. Für so einen vermeintlich kleineren Konflikt in der Weltgeschichte. ja, sehr, sehr interessant. Jetzt würde ich fast überleiten, müssen wir überlegen, welches Thema wir als nächstes denn mal nehmen. Ne? Wir hatten ja jetzt noch den russischen Bürgerkrieg. Ich glaube, das wäre auch super interessant, falls wir das mal als nächstes machen wollen, Marvin, weil das spielt ja so ein bisschen. Wir wollten das ja einigermaßen, ne, chronologisch machen. Dann würde es ja passen, oder? Wenn wir jetzt quasi, ja. Dann machen wir den russischen Bürgerkrieg als nächstes. Und dann müssen wir. Können wir Arthur dabei haben? Ja, ich denke ja, bei dem Thema macht es durchaus nochmal Sinn, weil der russische Bürgerkrieg, ich glaube, Arthur, ich habe so das Gespür, du hast da auch ein bisschen was zu erzählen. Oder täusche ich mich da? Ja, dachte ich mir. Ja, vor allem so kleinere Fraktionen. Du hattest ja angesprochen, Rote, es gab ja die Roten, die Weißen, die sind ja bekannt, es gab noch Grüne, Blaue, Schwarze, also. Also ich bin dann irgendwann bei der tschechischen Legion, die in Sibirien die Eisenbahn kontrolliert hat, bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Aber das ist dann super interessant, dass wir uns da nochmal reinfuchsen, weil ich glaube tatsächlich, vielleicht können wir auch nochmal ein kleines Stückchen früher anfangen, weil die Probleme sind ja nicht 1917 gestartet, sondern die gab es ja auch schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg natürlich auch schon, ne? Dass man vielleicht das, müssen wir mal gucken, ob wir das in einem Ding unterbringen, ob wir mal eine 2-Stunden-Sitzung machen, wo wir die Themen durcharbeiten, dass wir das vorher nochmal ein bisschen strukturieren. Und ja, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock hättet auf das Thema. Wir werden es trotzdem machen, so oder so, aber wenn ihr noch Bock habt, wäre es natürlich noch umso schöner. Genau. Habt ihr noch irgendwas zu dem Thema polnisch-sowjetischer Krieg, was euch jetzt noch einfällt oder auf den Nägeln brennt? Ich tatsächlich nicht. Ich gucke nochmal auf meine Notizen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, und ich kann nur nochmal sagen, also auch dieser Podcast wieder hat hier so ein bisschen, meine Liebe für Polen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dieses Interesse an der Geschichte Polens geweckt, dass ich vielleicht auch gerne irgendwann mal in der Vergangenheit vielleicht nochmal so, dass wir vielleicht mal so eine freie Talkrunde machen und einfach mal so die
polnischen Errungenschaften. Da gibt es ja einige, Wien und weiß was ich alles. Europa hat ja Polen relativ viel zu verdanken. Und Polen hat ja Europa doch das ein oder andere Mal gerettet. Siehe hier 1920. Und wenn man jetzt ganz politisch überspitzt sein will, auch heutzutage leistet Polen gerade einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass Europa so bleibt, wie es ist. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, kann jeder selbst beurteilen. Aber ja. Von daher, ich wünschte, ich könnte ein bisschen Polnisch, dann würde ich jetzt was Polnisches zum Abschluss sagen. Vielleicht übernimmt es dann der Arthur. Noch was Schönes Polnisches zumindest. Und vielleicht ein Sprichwort oder sowas. Ich würde einfach mal sagen, nicht hier Polska, es lebe Polen. Ah, sehr schön. Damit. Ja, dann. Sajus nirashin. Dann bedanke ich mich bei euch herzlich fürs Zuhören und auch Zuschauen. Den Podcast wird es natürlich auch wieder hier auf Spotify geben. Und damit verabschiede ich mich und wir hören uns beim nächsten Mal. Medal of. Do wir sehen ja.